Michel de Montaigne, Essay Nummer 99, Teil 14. Die Verse von Vergil und Lucrez scheinen mir die Fleischeslust, durch deren zurückhaltende und verhüllende Darstellung nur umso deutlicher zu enthüllen. Die Frauen bedecken ihren Busen mit einem Flor und die Priester ihr Kultgerät mit Tüchern. Die Maler durchschatten ihre Bilder, um deren Leuchtkraft zu erhöhen, und man sagt, dass Sonnenstrahlen und Windstöße gebrochen größere Kraft entfalten als ungebrochen. Jener Ägypter, den einer fragte, was er da verborgen unter seinem Mantel trage, antwortete sehr weise: Es ist unter meinem Mantel verborgen, damit du nicht erfährst, was es ist. Freilich gibt es auch bestimmte Dinge, die man verbirgt, um sie zu zeigen. Wenn ich aber diesen hier freiweg sagen höre, so drückte ich das nackte Weib mir immer enger an den Leib. Ist mir, als wollte er mich zum Kapaun machen. Martial mag die Röcke der Venus so hoch heben, wie er will. Im Gegensatz zu Vergil und Lucrez gelingt es ihm dennoch nicht, sie uns in ihrer vollen Schönheit zu zeigen. Wer alles sagt, übersättigt uns derart, dass er uns den Appetit nimmt. Wer sich hingegen zurückhaltend ausdrückt, regt unsere Gedanken an, in seinen Worten mehr zu suchen, als drinsteckt. Zurückhaltung ist folglich eine Art List, besonders dann, wenn man, wie die beiden Dichter es tun, unsere Fantasie gleichzeitig einen schmalen Durchblick auf den schönen Weg zum Verheißenen öffnet. In der Liebe müssen Dichtung und Verrichtung nach Diebesgut schmecken. Spanier und Italiener gehen hier mit mehr Respekt und Rücksicht zu Werke als wir, Verstohlener und Verschwiegener, und das gefällt mir. Irgendwer unter den Alten wünschte sich, sein Schlund wäre so lang wie der eines Kranichs, um länger schmecken zu können, was er verschlingt. Einen solchen Wunsch fände ich bei der überstürzten und flüchtigen Wollust des Liebesakts noch angebrachter, namentlich für Naturen wie die meine, deren Fehler das Ungestüm ist. Um deren Flucht aufzuhalten und das Vergnügen im Vorspiele hinein zu erweitern, werden Spanier und Italiener denn auch alles als Beweis von Gunst und Gegenliebe, einen zugeworfenen Blick, eine Neigung des Kopfes, ein Wort, einen Wink. Wenn der Duft des Bratens sättigen könnte, würde der nicht ganz schön was sparen? Die Liebe ist eine Leidenschaft, die sehr wenig Wesentlichem, sehr viel Eitelkeit und leeres Wähnen beimischt. Dementsprechend sollte man ihr zu Diensten sein. Lasst uns also die Frauen lehren, sich ins rechte Licht zu setzen, sich zu schätzen und uns mit ihren Spielen beschäftigt zu halten, indem sie uns ein X für ein U vormachen. Bei uns kommt der Sturmangriff immer vom Scharmützel. Nie vermögen wir Franzosen, unser Draufgängertum zu zügeln. Lesen wir die Frauen ihre Gunstbezeigungen gemächlich ausspinnen und uns stückchenweise zuteilen, bliebe für jeden bis in sein kümmerliches Greisenalter ein seinem Wert und Verdienst angemessener Zipfel davon übrig. Wer Genuss nur am Genuss findet, wer nur alles oder nichts gewinnen will, wer an der Jagd nur die Beute liebt, der hat in unserer Schule nichts zu suchen. Je mehr Stufen zu ersteigen sind, desto höher und ruhmvoller ist die letzte. Es sollte uns Freude machen, wie in prächtigen Palästen auf mancherlei Umwegen durch verschiedene Portale und Passagen, durch lange und luftige Säulenhallen zu dieser letzten geführt zu werden, denn ein solch bedächtiges Voranschreiten käme uns zugute. Wir würden immer wieder verweilen wollen und unsere Liebe gewänne so an Dauer. Bleiben Sehnen und Hoffen nicht erhalten,
gelangen wir nirgendwo hin. Nichts sollten die Frauen mehr fürchten, als dass wir sie voll und ganz in Besitz nehmen und unserer Herrschaft unterwerfen. Haben sie sich erst einmal auf Gnade und Ungnade unserer Treue und Beständigkeit ausgeliefert, wird es für sie recht gefährlich, denn diese Tugenden sind anstrengend und daher selten. Kaum gehören die Frauen uns, gehören wir nicht mehr ihnen, weil für die Männer ist die Fleischeslust gestillt, kein feierlich gegebenes Wort, kein Eid mehr gilt. Thrasonides, ein junger Grieche, war derart in die Liebe verliebt, dass er, nachdem er das Herz eines Mädchens gewonnen hatte, es ablehnte, sie anzurühren, weil er fürchtete, hierdurch das flammende Feuer zu dämpfen, abzuschwächen und zu ersticken, das sein Stolz und Lebenselement war. Teures Fleisch mundet am besten. Seht euch doch an, wie sehr der für unser Land bei der Begrüßung so kennzeichnende Austausch von Küssen deren Reiz abgenutzt hat. Und dabei sagt Sokrates, ihnen wohne die gefährliche Macht inne, unsere Herzen zu stehlen. Unser Brauch jedenfalls ist abstoßend und namentlich den Damen gegenüber eine Zumutung. Müssen sie durch ihre Lippen jedem darbieten, der drei Lakaien zum Gefolge hat, wie widerwärtig sie ihn auch finden. Selbst dem da mit der feuchten Hundenase zum Erschrecken, sehen Fäden blauen Rotzes sie in seinem Bate stecken, wär's ihnen hundertmal wohl lieber, ihm den Arsch zu lecken. Aber auch wir selber fahren dabei kaum besser, denn so wie die Welt nun einmal aufgeteilt ist, müssen wir für drei schöne Frauen 50 hässliche küssen. Für einen schwachen Magen, wie ihn Männer meines Alters haben, ist jedoch ein appetitlicher Kuss mit einem unappetitlichen allzu teuer bezahlt. Die Italiener spielen selbst bei jenen Frauen den schmachtenden Verehrer, die käuflich sind. Und sie verteidigen dies wie folgt. Es gebe Stufen im Liebesgenuss, und indem sie auch Dirnen hofierten, wollten sie dessen Höchste für sich erreichen. Dergleichen Frauen verkauften ja nur den Körper, ihre Gefühle aber stünden nicht zum Verkauf, denn hierüber behielten sie ihr freies Verfügungsrecht. Darum, sagen diese Männer, machten sie gerade die Gefühle zum Ziel ihres Werbens. Wie recht sie haben. In der Tat sind es die Gefühle, die man umwerben und gewinnen muss. Die Vorstellung entsetzt mich, dass ich einen Körper als mir gehörend umarmen könnte, der ohne Seelenregung ist. Ein solcher Furor käme, scheint mir, dem jenes Jünglings nahe, der aus abgöttischer Liebe die von Praxiteles geschaffene schöne Statue der Venus befleckte, oder der des wahnsinnigen Ägypters, der, während er die Leiche einer Frau einbalsamierte und ins Grabtuch wickelte, in heftiger Begierde zu ihr entbrannte. Dies war der Anlass zu dem später in seinem Land verkündeten Gesetz, dass die toten Körper schöner junger Frauen und edler Damen 3 Tage zurückgehalten werden müssten, ehe man sie den Leichenbestattern aushändigt. Periander handelte noch ungeheuerlicher, als er seine vom Sittengesetz gebotene eheliche Liebe zu Melissa übersteigerte, indem er ihr noch beiwohnte, als sie längst verblichen war. Muss man es nicht als geradezu lunatische Laune der Luna bezeichnen, dass sie ihren Geliebten Endymion, dass sie seiner nicht anders habhaft werden konnte, mehrere Monate in Schlaf versetzte, um an einem Jüngling ihre Lust zu befriedigen, der sich nur traumumfangen zu regen vermochte? Ebenso behaupte ich, liebt man nur einen Körper
ohne Seele und Gefühl, wenn es ihm am eigenen Wunsch und Willen fehlt. Nicht alle sinnlichen Genüsse sind gleich. Es gibt deren magre und müde. Tausend andere Gründe als Gewogenheit können uns die Gunst der Damen gewinnen. Ihre Einwilligung ist jedenfalls kein ausreichender Beweis der Zuneigung. Hier wie anderswo kann Vortäuschung im Spiele sein, denn oft geben sie sich nur mit einer Gesäßbacke hin, so kühl, als brächten Weihrauch sie und Opferwein den Göttern dar. Aus Marmor scheinen sie zu sein. Ich kenne welche, die ihr Ding lieber als ihre Kutsche verleihen und nur solcher Art verkehren. Du musst darauf achten, ob sie deine Gesellschaft auch zu anderen Zwecken oder allein zu diesem schätzen, wie es sicher bei einem stämmigen Stallknecht der Fall ist, und darauf, welchen Rang und Wert sie dir beimisst. Gibt sie sich dir hin als einzigem Mann? Streicht sie rot sich's im Kalender an? Wie, wenn sie, während sie den Stangenbrot kaut, es mit der Soße lustvoller Vorstellungen würzte? Kein Zweifel, diese Frau umarmt dich gerne und seufzt nach dem Geliebten in der Ferne. Doch was bringt's? Haben wir nicht erlebt, wie in unseren Tagen einer sich des Liebesakts zu seiner schrecklichen Rache bediente, indem er eine Dame tödlich infizierte? Wer Italien kennt, wird sich nicht wundern, dass ich Beispiele zu unserem Thema nirgendwoher anders nehme. Kann sich dieses Land in Liebesdingen doch als Lehrmeister der Welt bezeichnen. Im Allgemeinen gibt es dort mehr schöne und weniger hässliche Frauen als bei uns. Was freilich ungewöhnliche, herausragende Schönheiten betrifft, ziehen wir meines Erachtens gleich. Genauso beurteile ich den Intellekt der Italiener. Geister mittleren Zuschnitts haben sie wesentlich mehr als wir, und Fälle tierischer Dummheit scheinen unvergleichlich seltener vorzukommen. An höchstrangigen, einzigartigen Geistern aber stehen wir ihnen in nichts nach.